Ja, also mit Jens Lewandowski zum Ersten, weil er musikalisch am nächsten an mich dran ist derzeit von der Musik her. Und was sich natürlich dann auch im Studio gezeigt hat, wenn wir so einen Track beendet hatten und wir dann beide den nochmal zum Schluss als Final gehört hatten, dann haben wir beide die Augen geschlossen und hatten beide die gleiche Gänsehaut, haben uns immer angeguckt und gegrinst und haben halt tatsächlich auch das gleiche gefühlt. Und zum Zweiten ist es so, dass natürlich ich es als meine Mission irgendwo erachte, als Label Head von Zapdap irgendwie auch Künstler zu supporten und in die richtigen Bahnen Wege zu schieben. Hat halt bei Martin Buxo so funktioniert, das hat halt sicherlich auch mit Carlo Ritz funktioniert. Also da bin ich natürlich nur ein Teil davon oder so, aber ich stelle halt gerne meine Reichweite oder die Möglichkeiten, die ich habe, einfach zur Verfügung, um Künstler zu supporten, einfach, um dass sie in irgendeinem vielleicht mal auch davon leben können. Wie war die Arbeit? Sehr lustig. Wir haben schöne Tracks gebaut. Und wir haben uns super verstanden im Studio. Wie er schon sagte, Gänsehaut-Feeling, wenn wir den Track beendet haben. Also ich fand es super nice. Super. Ja, würde ich auch sagen, super. Das ist ja halt gerade toll gewesen, ne? Dass es sehr unkompliziert war im Studio. Wir hatten ja zwei verschiedene Arbeitsweisen. Wir haben uns immer Parts halt gegenseitig zugeschickt, ne? Im heutigen Zeitalter vom Internet ist es natürlich möglich, sich halt auch Projekte hin und her zu schicken. Und zum Schluss, als wir unsere Ideen dann tatsächlich alle gesammelt hatten und wussten, okay, jetzt bringen wir die Sachen zu Ende, haben wir uns eine Woche ins Studio eingeschlossen, auch in Berlin, und haben die Sachen halt noch bis zum Schluss perfekt ausgearbeitet. Also so, dass sie für uns halt perfekt waren. Ja. Genre ist immer das gleiche Thema. Dass es halt für uns schwierig ist, weil halt wieder ein Mix ist aus vielen, vielen Stilrichtungen, würde ich sagen. Oder halt heißt vielen. Also da ist halt die Affinität von Techno drin, die wir Techno. halt selber auch gerne spielen oder so. Aber für uns ist ja wichtig, dass da halt viel Melodik mit drin ist. Wir wollten ja den Sommer interpretieren für uns Genau. und haben mit, denke ich mal, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, würde ich auch sagen. Und genremäßig würde man dann halt sagen, dass es halt Melodic Techno ist. Da sehen wir uns halt, obwohl diese Genre ja nirgendwo vorhanden ist, tatsächlich als Genre in den Shops, können wir uns am besten eigentlich damit identifizieren. Auf jeden Fall. Was erwarten wir von der EP? Dass den Leuten da draußen genauso viel Spaß macht, die zu hören, wie es uns Spaß gemacht hat, die Zu zu produzieren. produzieren und dann auch zu spielen. Also das ist im Prinzip unser Gefühl, was wir letzten Endes darin gesteckt haben, dass das auch so transportiert wird und so halt auch ankommt bei den Menschen. Das wäre toll auf jeden Fall. Also tatsächlich ist ja noch ein Vinylplan, ne? Wo wir dann die Remixer mit präsentieren werden, die gerade heiß im Gespräch sind. Wir wollen auch keinen Namen verraten. Wir haben tatsächlich schon eine Fast-Zusage von internationalen Künstlern. Und ja, der kommt dann im Nachhinein auf Vinyl raus. Darauf freue ich mich eigentlich auch nochmal, dass unsere Wunsch-Remixer vielleicht auch mit an Bord sind. Ja, freue ich mich auch drauf. Ja, warum EP und kein Album? Weil wir erst uns gesagt haben, wir machen EP. Ja. Weil wir hatten so viele Ideen, die wir uns hin und her geschickt haben, und so sind halt neun Tracks entstanden. Und wir haben es aber trotzdem bei einer EP belassen, weil Album. Weiß nicht, was hast du? Wir wollten eigentlich nach irgendeinem Grund, also es ist ja letzten Endes ein verstecktes Album. Quasi, aber es ist halt Schritt für Schritt dahin entstanden irgendwie, weil wir konnten halt von keinem Track, keiner Idee eigentlich wirklich loslassen. Wir wollten halt sagen, okay, also für uns hatte jeder Track in dieses Konzept gepasst, was wir uns vorher eigentlich gegeben hatten. Und es sind ja eigentlich nicht nur neun Tracks, sondern es ist ja noch der Intro-Track Ja. dabei. Also wir sind ja eigentlich letztendlich bei zehn Tracks angekommen. Und deswegen ist es klar, quasi für uns ein kleines Mini-Album. Eine große EP und ein kleines Ist mir Mini-Album. genau.
Ja, was wünscht man sich für den Musikmarkt? Also man derzeit wird ja Musik immer wertloser, ne? Durch Streamingdienste, MP3-Streamingdienste und so weiter und so fort. Man wünscht sich natürlich, dass Musik, die man macht, auch so entlohnt wird und dass die halt wieder irgendwie so wertvoll wird, dass man das normale Künstler auch wieder davon leben können. Derzeit ist die Spirale geht steil nach unten. Man sollte sich halt vor diesen modernen Streaming-Diensten halt nicht versperren. Die sind halt doch wichtig, Menschen zu erreichen. Aber ich glaube, dass irgendwann mal jemand vorbeikommen muss und sagen muss, dass ein Track halt nun mal doch noch mal so und so viel wert ist und nicht drunter, und dass auch halt die Leute bereit sein sollten, auch das dafür zu bezahlen. Das ist halt einfach der Respekt, den man den Künstler zollt für die Arbeit, die er da eigentlich leistet. Ja. Und Es ist ja unsere Zeit, die bezahlt werden man sollte, wünscht oder sich man ja, wünscht sich das ja. man wünscht sich das eigentlich, dass es sich dahin wiedergehend entwickelt. Und da müssen wir einfach mal gespannt abwarten, ob das da jemals wieder hinkommt. Wir Ja. hoffen drauf. Was heißt wieder? Wir haben ja letztens erst im Suicide unser Debüt gespielt, Das sag ich wäre mal ja so, dann ja. quasi wieder, ne? Ja. Ja, mal gucken, wie die EP ankommt, ne? Ist natürlich immer ein Erfolgsding, der ganzen Geschichte. Klar, dadurch, dass die natürlich im Studio zusammen wunderbar funktioniert haben, wäre natürlich auch super interessant, das auf die Bühne zu bringen. Und dann müssen wir mal gucken, ob es Menschen da draußen interessiert oder Veranstalter. Die hätten natürlich echt Bock drauf, Ja, so einen auf jeden Sound Fall. natürlich 2, 3 Stunden im Club oder auf dem Festival zu performen. Klar. Oder? Auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf die EP, Auf jeden Fall. die für uns quasi den Sommer einleitet, und wir hoffen, wir sehen uns auf den einen oder anderen Gig oder Festival. Wir freuen uns. Bis dann. Bye. Ciao. Ciao. Was denn?